Wir sind heute aus unserem kleinen schnuckeligen Studio ausgezogen und hier auf den Flur. Und warum? Weil wir eine Runde spielen wollen. Genau, und damit hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, zu unserer großen Spieleshow heute in der Weihnachtssendung. Wir haben uns ein paar schöne Spiele ausgedacht, die die Mitarbeiter des Orga-Lehrstuhls spielen müssen und dabei zeigen können, was sie drauf haben. Lass uns aber nicht um den heißen Brei reden, schauen wir uns die Spiele an. Seit diesem Sommer ist er Doktor und jetzt ist er Leiter hier am Lehrstuhl. Hier, wir sind gespannt, wie er sich bei unseren Spielen schlagen wird. Hier ist Dr. Uwe Eisenbeiß. Dass er nicht nur mit der Saarbrücker Formeln umgehen kann, sondern bestimmt auch ein gutes Händchen hier bei unseren Spielen hat, das zeigt uns heute Frau Stefanie Müller. Wöchentlich ist sie in unserem Podcast zu sehen, berichtet über Spannendes aus der Medien- und Technikwelt und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Hier ist Caroline Nimczyk. Zurzeit ist er leider selten im Saarland, aber wir haben ihn extra vom anderen Ende der Welt einfliegen lassen. Die Studenten auf meinprof.de geben ihm eine 2,2. Ob er diese gute Leistung auch heute unter Beweis stellen kann, das werden wir sehen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Scholz. Das sind also unsere Kandidaten heute in unserer Spieleshow. Welche Spiele sie spielen, das wissen sie noch nicht. Und in welchen Teams sie spielen, wissen sie auch noch nicht. Genau, wir wollten auslosen, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, den klassischen Geschlechterkampf Männlein gegen Weiblein. Damit sitzen die beiden Damen schon richtig. Wenn sie aber bitte noch eins rüberrutschen, dass die Herren auch nebeneinander Platz nehmen können. Somit haben wir zwei Teams. Im Team Rot Christian Scholz, Uwe Eisenbeiß. Im Team Blau Caroline Nimczyk und Stefanie Müller. Bevor wir aber zum ersten Spiel kommen, schauen wir uns erst einmal an, was im ersten Quartal 2007 am Lehrstuhl alles passiert ist. Am 18.01.2007 ist das Europa-Institut mit seinen MBA-Studenten auf Medienexkursion in Düsseldorf. Nachdem die Studenten eine Woche Medienmanagement theoretisch behandelt haben, geht es von Donnerstag bis Sonntag um die Praxis. Höhepunkte des Ausfluges sind die Besichtigung des Medienhafens, der Druckerei der Rheinischen Post sowie des Düsseldorfer Stadtsenders Center TV. Das Institut für Managementkompetenz hat unter der Leitung von Professor Scholz mit dem Arbeitsweltmonitor ein neuartiges Instrument entwickelt und erfolgreich erprobt. Der Monitor liefert seit einem Jahr Unternehmen aktuelle Informationen für das Personalmanagement. In sogenannten Panel-Analysen werden Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen Fragen zu Karriere und Entwicklung, Finanzen, Arbeitsumfeld und Gesundheit gestellt. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die Personalarbeit und es werden Trends und Stimmungen unter den Mitarbeitern sichtbar. Wer sich für die bisherigen Ergebnisse des Arbeitsweltmonitors interessiert, kann die Studie kostenlos auf der Homepage anfordern. Dass das Jahr erfolgreich losging, das haben wir jetzt gesehen. Aber die Kandidaten sind schon gespannt auf das erste Spiel und das ist folgendes. Spiel ist Familienduell. Ich weiß nicht, ob die Regeln bekannt sind, aber die beiden mit den Luftballons müssen bitte nach vorne treten. Ich werde eine Frage stellen. Wer die Antwort als erstes weiß, der muss den Luftballon so schnell wie möglich zerstechen und darf dann die Antwort geben. Wenn diese Antwort auf unserer Tafel
unter den Top 4 erscheint, bekommen Sie Punkte. Dann darf das Team weitermachen. Also wenn jetzt Freundin-Check die richtige Antwort hat, die hier unter den ersten 4 ist, darf Frau Müller eine nächste Antwort geben, so lange, bis eine Antwort falsch gesagt wurde, dann wird gewechselt, dann wären die Herren dran. Ja? Okay, fangen wir an. Wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt, nennen Sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Scheiße, das geht nicht. Nichts zu dem Thema. Das geht nicht kaputt, ich weiß nicht, wer am falsch gehalten. Ach, mein Thema, ja. Ich kann nicht Gesundheit. Sehen. Ja, Gesundheit ist richtig. Aber noch nicht die Top-Antwort. Jetzt ist Herr Scholz dran. Wir sind dran, wir brauchen jetzt einfach... Sie dürfen jetzt ein Thema sagen. Wie viele Fragen holen? Wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt, nennen Sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Personalentwicklung. Tudu, leider falsch. Ich sag, ja. Karriereentwicklung. Karriere ist die Top-Antwort. Oh. Arbeitsumfeld? Ja. Okay. Eins fehlt noch. Ja, ich würde gerne beraten jetzt. Auf materielle Weise ist Einkommen, Absicherung und Vorsorge, aber manchmal wird es auch Finanzen. Sind. Genau, richtig. Yeah. Und damit gehen die Ladies 1:0 in Führung. So, dann dürfen Sie wieder Platz nehmen. Ja. Ja, danke. Und Herr Scholz und Frau Nimczek bitte ich hier zum Experteninterview. Okay. Genau. Ja, Entschuldigung, ich darf nicht dabei sein. Entschuldigung. Genau, und Thema des Expertengesprächs ist das der Arbeitsweltmonitor. Okay. Und wir sollen uns jetzt unterhalten. Ja. Genau. Okay, Frau Nimczek. Ja, Herr Scholz. Haben Sie schon richtig erraten. Sehr gut, ne? Ich beschäftige mich auch fast tagtäglich damit. Okay, was hat es am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat uns, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, finde ich persönlich. Und dass es wahrscheinlich auch Korrelationen gibt, mit denen man erstmal nicht rechnet. Zum Beispiel? Das, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, dass Bildschirmarbeit Menschen isoliert. Ja. Ist ja sehr klischeehaft, aber kommt wirklich dabei raus. Mhm. Ansonsten? Ansonsten ist es... brauchen wir mehr Zuschauer sozusagen, mehr Teilnehmer. Wie macht man das? Man kauft Teilnehmer, dann bekommt man Sponsoren. Das war nicht in der Weblog, oder? Ja, nein, machen wir nicht. Aber wie kriegen wir Teilnehmer mehr? Wir machen einen Appell an die Organisation. Genau. Alle die Firmen, welche Kamera? Die welche oder Kamera die Firmen? Das ist ganz egal. Genau. Liebe Unternehmen, machen Sie doch mit bei unserem tollen Arbeitsweltmonitor. Es ist noch kostenlos. Und wir wundern uns, warum eigentlich niemand seine Mitarbeiter mal fragt nach den Stärken und Schwächen, die im Unternehmen sind. Vielleicht wollen die Ergebnisse nicht hören. Vielleicht haben sie Angst davor. Aber jetzt ab heute nicht mehr. Genau. Gut. So, das war mehr zum Thema Arbeitsweltmonitor. Und wie es am Lehrstuhl im zweiten Quartal weitergegangen ist, das sehen wir jetzt. Der Aufschwung ist angekommen. Dieser Satz prägt den Wirtschaftsoptimismus im Mai. Ausgerufen wird er jedoch hauptsächlich vom männlichen Geschlecht. Trotz zunehmender Personalknappheit bekennen sich Unternehmen nur zögerlich zur Jobvergabe an Frauen. Gerade bei Unternehmen, die sich erst bei der zunehmenden Personalknappheit für weibliche Bewerber offen zeigen, sei Vorsicht geboten. Explizite Stellenangebote und Förderprogramme für Frauen seien oft ein Indikator latenter Frauenfeindlichkeit, mahnt Professor Dr. Christian Scholz in seinem FAZ-Blog. In diesem können noch weitere Tipps und Kniffe zur modernen Arbeitswelt nachgelesen werden. Der Orga-Lehrstuhl ist vom 9. bis 15. Juni auf dem Wissenschaftssommer in Essen vertreten, wo über die These diskutiert wird, der Mensch im Arbeitsleben, überflüssiger Kostenfaktor oder wirkliche Chance. Grundlage dieser Diskussion ist die Saarbrücker Formel, ein innovativer Ansatz zur Bewertung des Humankapitals eines Unternehmens. Spielkarten, die verschiedene Bevölkerungsgruppen repräsentieren und jeweils individuelle Handlungsempfehlungen bereitstellen, sollen das Interesse der Messebesucher für das Thema Humankapital wecken.
So steht zum Beispiel die Herz-Dame für den Arbeitnehmer, der nicht länger als Kostenfaktor, sondern als Wertträger im Unternehmen wahrgenommen werden soll. Mit Worten können all unsere Kandidaten umgehen, aber was machen sie eigentlich, wenn sie diese Worte nicht benutzen dürfen? In unserer zweiten Runde geht es nämlich um die Montagsmaler. So, ich denke, die Regeln für die Montagsmaler dürften bekannt sein. Derjenige, der hier den Begriff, den ich ihm zeigen werde, anmalt, der darf nicht reden, sondern einfach nur anmalen. Und der andere aus dem Team muss das Gemalte erraten. Ich würde sagen, Ladies first. Wer ist die Kreativere? Wer möchte gerne malen? Ich mal. Okay, hier sind die Stifte. Und der erste Begriff ist dieser hier. Gesicht, Teddybär, Bär, 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 Bärentatze, Bär, zweites Wort ist Bär, Lehrbuch, Außenbär, Panda-Bär, Tatze, Bärentatze, Bären, Fell, Bären, darf ich es auch sagen? Bären, keine Ahnung, Bären, ein anderer Bär. Achso, Braunbär, Das Markante fehlt doch. Schwarzbär, Panda-Bär, Koala-Bär, Tatzenbär, Krabbenbär. Du hattest Koala-Bär. Ja. Zweiter Begriff. Ich weiß nicht, was richtig ist. Peace, sag ich. Nein. Mercedes. Daimler Benz. Autokennzeichen. Mercedes Benz. Auspuff. Autoabgase. Haube. Autofahrer. Chauffeur. Rennauto. Mercedes, Rennauto, Formel 1, aber ich weiß nicht, wie die Autos da heißen. Keine Chance, können wir weitermachen. Okay, dann ist beendet. Okay. Kriegt sie es gesagt? Was McLaren, Mercedes wäre es gewesen. Keine Chance. Fällt nicht gut aus. Dann sind jetzt die Herren dran. Das wird schwierig. Ja, schon sie, sie müssen zwei Begriffe, also jetzt verraten. Ja. Und der erste ist dieser hier. Ach, sie will den anderen. Hund, Katze, Maus. Lokomotivführer. Ja, okay. Zweiter Begriff. Das war's schon. Das war's. Lokomotivführer, oder? Gelesen, ja? Danke nochmal kurz. Mensch, Gesicht. Der braucht 10. Darf ich das aufschreiben? Ja, Mann. Gesicht, Mann, Frau. Fähnchen, Karten, Bewertung. Geld. Ja. Bewertung. So. Und Sparbüchse. Ich weiß Geld. Brieftasche. Geldbörse. Tasche. Geldbörse. Börsengeld, Börsenspiel.
Sie müssen das wie die Steffi machen. Ist also, das Geld an erster Stelle? Nochmal das Wort, nochmal das Wort. Geld. Geld, ja. Börse. Also das Wort heißt Geld, Börse. 10, 9, Börse. 8, Börse. 7, Börse. 6, 5, 4, 3, ich gebe 2, auf. 1. Das okay, war's. Fertig, das war's. Jobbörse. Ich weiß nicht, was ich da machen soll bei Jobbörse. Jobbörse? Ja. Ich wollte erst auf Börse, also auf Geldbörse und dann das zweite Wort und dann wollte ich irgendwie dann. Menschen malen. Jobbörse ist schwer. Die haben Humankapitale gedacht. Ja, das wäre auch noch ein Begriff gewesen. Aber bei Humankapital sind wir beim richtigen Thema. Es geht nämlich jetzt mit dem Expertengespräch weiter mit der Stefanie Müller und dem Herrn Professor Dr. Scholz. Okay. Ich lasse das Experteninterview hier wieder an unserer Interviewwand. Okay. Zum Thema Saarbrücker Form. Ich wollte erst ein B und ein. Okay. Herr Scholz, wie kommt man auf die Idee, Humankapital zu bewerten? Wenn wir gar nicht anders mehr bewerten können im Unternehmen, bewerten wir Humankapital. Okay, vor welchem Hintergrund? Warum? Das Unternehmen ist Unternehmen wichtig als Steuerungsgröße, um zu wissen, wie gut Unternehmen sind, um zu wissen, wie gut die Personalarbeit ist, um Unternehmen wirklich bewerten zu können. Wie viele Unternehmen denken Sie, machen sowas zurzeit oder denken darüber nach? Ähnlich wie vorhin, trauen sich noch nicht alle nachdenken, tun sehr viele drüber. Mhm. Es würden sehr, sehr viele mitmachen, wenn sie die Ergebnisse wüssten und wissen, dass sie gut ausfallen. Ja. Sollen wir vielleicht auch diesmal nochmal einen Aufruf starten an die saarländischen Unternehmen? Wir können ja jetzt hier eine große Aufrufaktion machen. Die also, Kamera ist da, Steffi. Wir haben noch mehr Projekte als nur den Arbeitsweltmonitor. All diejenigen, die Lust und Spaß haben, mal ihr Humankapital zu messen, einfach bei uns melden. Also wenn ich bei der Caro mitmachen möchte, einfach zu mir. Wir haben viele Optionen. Sind beide recht gut im Spiel, wir haben es ja gesehen, können wir auch gut zeichnen. Okay. Gut, dann kommen wir nun zum ersten Zwischenstand. Nachdem das Spiel Tabu eher unentschieden ausgegangen ist, also jede Mannschaft einen Punkt gekriegt hat, steht es jetzt 2-1 für das blaue Team. Yeah. Aber nun kommen wir erst zu unserem letzten Spiel, das alles entscheiden kann. Denn es gibt für dieses Spiel, für den Sieger, 3 Punkte. Das heißt, wer jetzt gewinnt das Ticket für das Finale. Und zwar ist die nächste Runde Tabu. Tabu ist, da darf man ja ein Wort nicht sagen, ne? Genau. Genau. Ah. Ja? Wir nehmen den zweiten Platz. Wir wollen sehen, wie die beiden spielen. Gut, aber bevor wir mit dem nächsten Spiel anfangen, kommt hier noch der Rückblick ins vierte Quartal. Mit den aktuellen Veränderungen der Medienwelt befasst sich die internationale Medienmanagement-Tagung vom 2. bis 4. Juli. An die Saarbrücker Uni treffen sich 30 internationale Forscher zu ihrer jährlichen Tagung. Eine Trendbefragung von Professor Scholz im Vorfeld hat ergeben, dass für Zeitungen, Radio und Fernsehen Umsatzrückgänge erwartet werden. Die Bereiche Videogames, Internet und Mobile Services hingegen werden wachsen. Den daraus resultierenden Herausforderungen der Medienbranche gehen die Forscher auf den Grund und suchen Wege, den Herausforderungen zu begegnen. Vom 3. bis 8. August präsentiert der Orga-Lehrstuhl seine Saarbrücker Formel auf der Academy of Management Konferenz in Philadelphia. An der jährlich stattfindenden Konferenz nahmen im letzten Jahr 6.000 Personen aus 73 Ländern teil. Die Saarbrücker Formel, die inzwischen im deutschsprachigen Raum als der führende Ansatz der monetären Humankapitalbewertung bekannt ist, wird im Rahmen der Konferenz erstmals den amerikanischen Personalmanagement-Community vorgestellt. Auf der Konferenz haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Systemunterschiede zu diskutieren. So, jetzt geht's weiter mit Tabu. Eben haben die Damen angefangen, jetzt dürfen die Herren anfangen. Jeder hat genau eine 1,5 Minuten Zeit. Derjenige, der erklärt, muss sich hier hin oder
kann hier stehen, kann hier sitzen bleiben. Derjenige, der raten muss, muss sich so hinstellen, wie ich jetzt stehe, also mit dem Rücken zur Tafel. Darf sich nicht umdrehen. Der Begriff, den man erklären soll, der steht in schwarz. In rot stehen alle Begriffe, die man nicht nennen darf. Ja, also schwarz ist, darf ich sagen, und alle roten Begriffe darf ich nicht nennen, sonst ist es ein Punkt für die anderen. Schwarz darf ich auch nicht sagen. Weil schwarz darf man auch nicht sagen, weil es ist klar. Können wir das sehen? Okay. Und los. Die Gruppe von dem, was wir heute sehen, was ist heute Abend dran? Morgen TV. Okay, was für eine Sparte ist das in der Medienlandschaft? Internetfernsehen. Ja, erste Wort austauschen. Und in ein dreibuchstabiges Wort. Web-TV. Richtig. Das zweite, eine ganz neue Programmiersprache. Die ja, das XML. Weiter ja. Neu. Next. Okay, das, was im Prinzip die englische Übersetzung von Inhalt durch Benutzer geschaffen. Content. Ja. Das, wo man sich selber im Internet präsentiert. Los. Nein, wo sie etwas. Der Raum, der mir alleine gehört. Übersetzung. Der alleine gehört. Der Raum, der mir alleine gehört. My Room, Mini Room, Mini Room P. Nein, das erste ist richtig. My Space. Ja. Okay. 1:40. Ah, okay. Achso, es geht um die Geschwindigkeit. Darf ich mal kurz was fragen? No, ich habe vergessen, normalerweise sind Übersetzungen nicht erlaubt. Nee, das wollte ich nicht fragen. Ich wollte fragen, sind das jetzt nur noch so bei 2-0 Sachen, weil dann. Tauschen wird. Also dann darauf, es kommt ein bisschen drauf an, wer bei uns rät. Weil das ist, ja. Das müsste man halt wissen. Ja, und das ist aber Schummeln vorher. Ja, stimmt. Also, Sie können nicht morgen reden, Sie müssen auch andere vor. Ja, aber Sie wissen, wie das ist. Jetzt haben Sie ja Glück gehabt, weil er kennt sich ja da Sie aus. Sie haben das andere nicht gewusst. Oder? Doch, nein, aber Sie kennen sich ja beide aus, aber die Steffi kennt sich da nicht aus. Ja, doch, aber ja, so, das wenn das jetzt SFO ist und nicht Karte, dann habe ich Pech, weil dann weiß ich... Gut, dann von dem Taxi hier vorne oder was ist besser mit Sophia? Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Oh, das kann die Karo nicht. Und los. Jetzt wird's gut. Zeit läuft. Dann mach weiter. Nächster Begriff, wenn du nicht weißt. Das auch nicht? Das weiß ich auch nicht. Wer heißen weiß? Wir haben gewonnen. Ja, also, oder ja, aber das ist ein Einbruch. Was ist denn Scholz machen? Lehre. Forschung. In der FAZ. Blog schreiben. Das ist aber leicht. Wenn man ganz viel zusammenarbeitet mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Personen, dann wählt man sich ein Netzwerk. Das letzte war richtig. Network. Ja. Und vorne dran kommt noch ein Begriff. Etwas. Social Network. Ja. Oh Gott. Wenn Sie können es auch über Zerlegung der Wörter irgendwie probieren. Hätten Sie dir geholfen. Ja, das ist ja schon. Ich will doch nicht drauf. Ich sag mal, was MySpace, YouTube, Tim O'Reilly, Web 3.0, jetzt von 0,1, 4.0, das heißt Berufsweise, also irgendetwas, was man macht. Zumindest also Sie nicht. Es hat was mit Bloggen, mit dem neuen tollen Web zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, der hat es aber schon genannt. Das. Hat sie es schon genannt? Nee. Du hast es gerade genannt. Achso, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bloggen, schreiben, hochladen. Okay, ich glaube, das wird heute leider nichts mehr. Damit haben die Herren gewonnen. Wollten wir das gar nicht? Wir wollten das gar nicht. Die Damen
bekommen. Das war jetzt aber nicht gerecht, ne? Ich bin jetzt immer wieder Betriebsrat hier, aber das war jetzt nicht gerecht. Sebastian, ich darf Sie rausbinden. Ja gut, aber das war... Und in der Zwischenzeit schauen wir uns an, was im vierten Quartal passiert ist. Zum Start des neuen Forschungsschwerpunktes des Lehrstuhls über die zukünftige Nutzung mobiler Endgeräte begeben sich Professor Scholz und Dr. Eisenbeiß nach Asien. Japan und Korea gelten als Vorreiternationen bei der Nutzung mobiler Geräte als Internet- und Spieleportale. Deshalb haben sie dort zukünftige Trends beim Wechsel von ortsgebundenem zu mobilem Webzugang analysiert. Europa steht diese Entwicklung noch bevor und wir wollen heute schon die Nutzungsmöglichkeiten von morgen prüfen, so Dr. Eisenbeiß. Am 25. Oktober wurden in Siegen zum 5. Mal der Best Purse Award für mittelständische Unternehmen verliehen. Der Preis ehrt Firmen, die sich durch eine besonders erfolgreiche Personalarbeit während des letzten Jahres ausgezeichnet haben. Die Qualität wird dabei anhand von 10 Kategorien erhoben, zum Beispiel Strategie und Vision, Personalbeschaffung, Personaleinsatz und Entwicklung sowie Kommunikation. In diesem Jahr konnten sich neben den Gewinnern DDS Dresdner Direktservice GmbH, Systems Multimedia Solutions GmbH und die Kassenärztliche Vereinigung Bayers KDÖA 37 weitere Unternehmen über das Best Purse Zertifikat für gute Personalarbeit freuen. Zur Beendigung des 1997 gestarteten Global Performance Projects begeben sich Professor Scholz und Professor Stein nach Brisbane, Australien. Das GPP untersucht im Bereich empirischer internationaler Organisations- und Managementforschung Muster erfolgreicher und nicht erfolgreicher Unternehmen. Der Forschungsrahmen konzentriert sich neben den traditionellen Komponenten des situativen Ansatzes insbesondere auf das Personalmanagement. Während des Forschungssemesters wurde die Thematik in einem Vortrag aufgegriffen und das dazugehörige Buch annähernd fertiggestellt. Also wir haben einen Gewinner oder ein Gewinnerteam. Das sind die Herren der Schöpfung, die Damen müssen jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen. Danke fürs Mitspielen. Krieger raus. Gut, und jetzt gibt es... Jetzt haben wir unsere Weihnachtssendung wieder für uns. Genau, jetzt so wie sich das gehört. Jetzt haben wir die traditionelle Weihnachtssendung. Jetzt gibt es noch ein Expertengespräch. Von hier oder da vorne? Von vorne, da ist es schöner als Licht. Und da ist die Expertenrunde zum Web 2.0. Wir sollen uns jetzt hier so hinstellen, dass wir uns sehen. Ja. Herr Fernhaus, über Web 2.0. Warum verstehen das Unternehmen nicht? Es wird zu viel geplaudert, es wird sehr viel so beratermäßig tolle Dinge werden verkauft, hinter denen aber eigentlich gar nichts Neues steckt. Man erzählt da über irgendwelche Netzwerkeffekte, die jetzt plötzlich auftreten, die keiner versteht, aber die es schon seit 100 Jahren gibt, also mit Web 2.0 eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, deswegen versteht das keiner, weil eigentlich keine Substanz in den meisten Diskussionen ist. Wie können wir das ändern? Ja, wir haben das schon im Seminar versucht zu ändern. Da ist es uns auch teilweise gelungen. Ja. Und wir müssen ab und zu mal ein bisschen was in den unterschiedlichen Medien platzieren. Also mehr publizieren als Web 2.0. Ja. Ist das nicht jetzt eigentlich paradox? Ja, das ist eigentlich paradox. Wenn wir einen Zeitschriftenartikel über Web 2.0 schreiben? Eigentlich müssen wir bloggen darüber. Tja. Aber dann, in der Blogger-Szene nimmt das nicht mal ernst. Nein, okay, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist auch ein Aufruf, in der Blogger-Szene uns ernst nehmen. Ja, man muss immer über richtige Sachen nachdenken, diese strukturieren, wirklich mal dahinter schauen, was sein Konzept dahinter steht, weil im Moment wird dann nur über heißen. Und das macht, ist eigentlich schade, weil es ein recht interessante, spannendes Thema ist. Das ist eine recht interessante Sache. Und es gibt einige Dinge, die man damit gut lösen könnte. Also fast so spannend wie Arbeitsweltmonitor und Humankapital. Okay. Kommen wir nun also zum großen Finale dieser Show, nämlich dem großen V-Tennis-Turnier Australian Open, da Herr Scholz ja zurzeit in Australien war. Jetzt also Australian Open hier live, um den großen Gewinner dieser Spieleshow zu ermitteln. Bin ich rot? Das ist also die neue Wii-Konsole. Wir haben einmal auf der linken Seite Christian Scholz und auf der rechten Seite
Uwe Eisenbeiß, wir haben etwas die Avatare bearbeitet, so dass es auch gut aussieht. Wir machen ein Spiel 2 von 3. Also ist ganz einfach wie auf dem normalen Center Court. Aufschlag hat Herr Scholz auf der auf A werfen Sie und dann Schlag. Und dann ganz normal schlagen. Ja, wir gehen mal hier. Genau, auf dem Bild. Für was bin ich das da vorne? Gut, zum Glück müssen wir nicht richtig alles spielen. Genau, also gut, fangen wir an. Alles gefilmt, okay. Und da gleich ein Ass für Herrn Scholz. Achso, ich muss hier hin. 15-0. Oi. Das ist wieder ein Punkt. Ja, Tennis ist. Kein Gefühl. Ich muss schneller hinauf. Verspätet. Zufallstreffer. Jetzt gar kein Applaus. Was ist denn da los? Komisch, ja. Das ist doch normalerweise. Vielleicht müssen wir den höher werfen. Achso, da war schon mal. Jetzt kommt der Applaus. Den habe ich ganz selten gesehen. Wenig ist das besser.